Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, sich vor der Sitzung von den Plätzen zu erheben? Meine Damen und Herren, wie wir gestern erfahren haben, ist ein ehemaliger Abgeordneter Kollege verstorben, den wir gedenken möchten. Im Alter von 94 Jahren ist der ehemalige Abgeordnete Georg Stefan Brusco, Schorsch Brusco, am 27. August dieses Jahres verstorben. Geboren wurde er am 27. Dezember 1924 in Gleiwitz in Oberschlesien. Nach dem Abschluss der Volksschule machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann. 1947 wurde Schorsch Brusco Versicherungsangestellter in Dresden. Im gleichen Jahr wurde er Mitglied der CDU und wurde 1950 CDU-Geschäftsführer im Kreisverband Meißen. 1953 wurde Schorsch Brusco vom Staatssicherheitsdienst verhaftet und von einem politischen Sondergericht zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Entlassung flüchtete die Familie in den Westen. 1969 wurde er in den Hessischen Landtag gewählt und blieb dort bis zum 4. August 1983. Er war Vorsitzender im Unterausschuss für Heimatvertriebene, Umsiedler und Wiedergutmachung und Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags. 1983 wurde ihm das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland verliehen, im Jahr 2014 die Alfred-Regger-Medaille. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir wollen ihm ein stilles Gebet widmen. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen zur 19. Plenarsitzung des Landtags. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Wir haben noch zu beraten. Das sind noch offen die Punkte 13, 15 bis 52, 55, 57 bis 61, 75 bis 77, 80, 81, 83 und 84. Es ist noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Freien Demokraten, klimawirksam schützen, keine Windkraft im Wald, Drucksache 20/1141. Die Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl, dann wird dieser Punkt Top 84, und wir können ihn mit dem Tagesordnungspunkt 77 aufrufen. Nach der Aktuellen Stunde, ohne Aussprache, wird er abgestimmt. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die Aktuelle Stunde mit dem Tagesordnungspunkt 76, mit dem Antrag Aktuelle Stunde der Fraktion Die Grünen. 5 Minuten wie üblich. Nach Top 77, das haben wir gerade gesagt, kommt der Dringliche Antrag zum Thema zur Abstimmung. Es fehlen heute entschuldigt ab ca. 10 Uhr der Staatsminister Tarek Al-Wazir, ganztägig der Staatsminister Dr. Thomas Schäfer und der Staatsminister Kai Klose von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Die Frau Abgeordnete Karina Fissmann, ganztägig, und die Frau Abgeordnete Alexandra Walter ist erkrankt. Und die Astrid Wallmann ebenfalls. Haben wir noch weitere Entschuldigungen? Bitte sehr, Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kollege Bamberger ist aus familiären Gründen entschuldigt. Also halten wir fest, der Kollege Bamberger ist ebenfalls entschuldigt. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 501a zusammen. Das waren die amtlichen Mitteilungen. Der Wolfgang Decker ist da. Wir haben einen kurzen Bericht zu geben über die sportliche Situation. Wie immer nur Positives. Wir hatten in der Sommerpause ein Spiel unserer Landtagself. Mitte August bei der Kunstrasenplatzeinweihung beim TV Idstein. Dieses Spiel haben wir 3:0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch unserer Mannschaft.
Ich soll allerdings noch darauf hinweisen, dass wegen einer länger andauernden Sitzung hier sich unser Coach Spieler vor Ort ausleihen musste. Und diese drei Tore sind dann von den Spielern vor Ort geschossen worden. Zwei. Gut. Und beim dritten, Marius, bist du angeschossen worden. Gut. Also das war Erfolg. Vielleicht sollte man das in Zukunft so generell als Regel machen. Dann haben wir gestern Abend gespielt. Auch das war eigentlich erfolgreich. Es war in Ginsheim. Gegner war eine Auswahl der Bürgermeister der Region und der Landrat war im Tor. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber unsere Abwehr zeigte immer wieder Schwächen. Wir können allerdings froh sein, dass wir mit Marc Weinmeister einen Fels in der Brandung. Ich will das ausdrücklich mal hier sagen. Ich habe es der letzten Sitzung schon gesagt, er wird zu Unrecht kritisiert. Ganz so schlecht ist er nicht, meine Damen und Herren. Also wir haben 2-2 zur Pause. Freund Kaffenberger hat wieder ein Tor geschossen, muss man sagen. Alle Achtung. Er wird langsam zur Gefahr für die Veteranen, die da mitspielen vorne. Die meinen, hätten einen sicheren Platz. Das wollen wir mal nicht so im Einzelnen sagen. In der zweiten Halbzeit allerdings hat die Abwehr versagt. Ja, anders kann man es nicht ausdrücken. Und wir haben dann noch in dieser sehr freundschaftlichen Begegnung zwei Tore gefangen. Das ist in Ordnung. Eigentlich ist das insgesamt, kann man sagen, doch eine erfolgreiche Saison bisher gewesen. Wir haben Ende September noch ein Spiel. Wolfgang, ja, da geht es auch wieder aufwärts. Man hört aber öfters, als der Günther Rudolph noch dabei war, ist mehr gewonnen worden, ist vorhin gesagt worden. Ich gebe das nur mal weiter, das könnt ihr parteiintern klären, wie ihr das verhandelt. Insgesamt glaube ich, der Fußball ist alles in Ordnung. Die Eintracht hat 2-1 gewonnen. Ja. Mir hat gestern die neu gewählte Fraktionsvorsitzende der SPD, die Nancy, gesagt, das Spiel wäre verdient gewonnen worden. Gut, wenn du es natürlich sagst, du bist sehr befangen. Aber es ist natürlich auch ein großer Wechsel hier mit Thorsten Schäfer-Gümbel. Wir freuen uns natürlich, dass du dabei bist. Aber der Thorsten Schäfer-Gümbel hat natürlich die Mannschaft der Bayern-Fans hier sehr stark unterstützt. Ja, ich stelle auch fest, dass die aus den stillen Bewunderern immer mehr doch öffentliche Sympathisanten werden hier für die Bayern. Also, wir wünschen dir trotzdem alles Gute. Meine Damen und Herren, wir sind doch hier neutral. Ich bitte doch. Wir wünschen all unseren hessischen Vereinen, das gilt allen, die Offenbacher Kickers haben ein bisschen eine Durststrecke, da wird es wieder besser. Wien Wiesbaden macht sie unsere Landtagself, die rollt es von hinten auf, den ganzen Kram. Darmstadt, Steinbachen, was wir da alle noch haben. Also, es ist nicht einfach. Und wir wollen hoffen, dass es wieder besser wird. Und auch unseren Bayern wollen wir herzlich gratulieren. Die haben 6-1 gewonnen am Wochenende. Ja. Es ist mir zugerufen worden, es gibt Bestrebungen hier im Landtag, einen Fanclub der Bayern. Ich will es nur durchgeben. Ich musste damals auch durchgeben, dass der Fanclub der Eintracht gegründet worden ist. Also deshalb will ich das mal sagen. Aber abschließend, nicht zum Fußball. Wolfgang, du hast die Signale gehört, nicht zum Fußball. Mir wurde zugerufen, ich soll darauf hinweisen, dass unsere Kollegin Goldbach, Eva Goldbach, ein Bronzediplom im Standardtanz errungen hat. Dazu herzlichen Dank. Eva, herzlichen Glückwunsch. Also so modernes Zeug kenne ich gar nicht in Froschhausen. Standardtanz, aber mach weiter so, vielleicht kannst du auch mal in der Landtagself ein bisschen mit. Gut, meine Damen und Herren, wollen wir wieder zum Ernst der Dinge. Meine Damen und Herren, kommen wir wieder zum Ernst der Dinge. Vielleicht darf ich noch abschließend sagen, dass der Innenminister mich vorhin so ein bisschen halb angemacht hat, fußballerisch, das darf ich auch an dieser Stelle sagen. Er gehört allerdings zu einer Gattung aussterbende Exoten. Er ist ein Fan von Mönchengladbach, gemeinsam mit Uwe Serge. Und deshalb sehen wir ihm das nach. Lieber Peter, wir sehen dir das nach. Ihr seid ja noch dabei. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ablauf der Plenarsitzung, meine Damen und Herren.
bitte Sie, etwas ernster zu werden, bitte.